Ladies and Gentlemen, meine Mediabooks Teil 2. Baba, bist du es? Meine Mediabooks? Ich mache Video. Warum? Oh, was das? Baba, ich nehme Video. Mache Video. Uff. Ja, er will nicht, dass ich Mediabooks kaufe. Ich weiß nicht, wieso. Tamam, lass. Er flucht. Gerade. Ja, das ist nicht schön. Ja, Entschuldigung, dass ich da... Zum Ende, ich mach ein Video. Okay. Wo sind wir stehen geblieben? Ladies and Gentlemen, meine Mediabooks, Teil... Ja, wisst ihr, was schön ist? Wenn der Postmann dreimal klingelt. Bei uns klingelt er nicht. Wäre schön. Ja, um was geht es in diesem Video? Um was wohl? Mediabooks. Ja, also falls jemand von euch noch nicht welche gekauft hat, kauft nicht, es lohnt sich nicht. Es macht süchtig. Ja, man kann nicht aufhören, wenn man mal angefangen hat. Aber naja, so, oh. Ja, was habe ich mir geholt? Oh, The ABC of Death 2. Ja, ich habe sogar im Internet geschaut, wie man das ausspricht. Nein, natürlich nicht. Ja, super. Ich kenne den Film nicht. Überhaupt nicht. Na, tut mir leid, also ich würde auch gerne Romane schreiben, Geschichte schreiben, ja, aber Problem ist, naja, ich kenn nicht alle Filme, wo ich hole. Ja, ich gucke im Internet, was, also wie es aussieht, optisch, wenn es gut aussieht, also wenn das Cover gut aussieht, dann kaufe ich es mir. Ja, so reich bin ich, dass ich nicht gucken muss, wie gut ist dieser Film, ist er gut. Ich meine, wenn ich es gegessen habe, habe ich gute Verdauung oder... Wisst ihr, was ich meine? Ich kaufe, zahle 50 Euro, 40 Euro, ja, und dann, wenn es da ist, gucke ich, wenn gut, gut, wenn nicht gut. Ich habe viele Filme im Keller. Nein, Spaß, natürlich nicht. Ich habe geschaut, 5 Bewertungen, ich habe geguckt, überall, wirklich. Ich habe 3 Wochen überlegt und nach einer langen Zeit von 4 Wochen habe ich gedacht, ja, diesen Film kann ich mir leisten, weil ich bin arm und den letzten Pfennig muss ich natürlich richtig ausgeben. Ja, das ist der Film The ABC of Death 2. Ja, ist ein Horrorfilm, glaube ich. Ja, ich glaube nicht, es ist. Warte, das will ich machen. Dass ich sehe, dass das viele machen, ist sehr wichtig anscheinend. Ja, Spin. Das heißt Spin. Ist wichtig. Ja, schön. Ja, Wendercover hat es nicht. Schade. Finde ich nicht so gut, dass es kein Wendercover gibt. Also bitte. Jetzt will ich auch eine. Ja, Mediabook. Darf man nicht vergessen. Genau. Hinten. So sieht das von hinten aus. Entschuldigung. Ja. Ja, eigentlich ist das Unboxing ein bisschen, wie sagt man, ungewollt. Warum? Warum? Frag, warum? Ja, ich sag's dir. Heute ist Freitag und ich will den Film gucken. Genau, das ist das Problem. Ja, und weil ich es heute bekommen habe, nein, gestern oder heute? Keine Ahnung. Ja, deswegen muss ich es heute auspacken und aufnehmen. Ja, deswegen, ich hoffe, es ist trotzdem unterhaltsam. So, jetzt, ja, wir packen aus. Oh, vergessen. Gut, let's do it. Oh, das Gefühl ist so schön, wenn man auspackt. Oh mein Gott, ich komme zu dir. Oh mein Gott, ich komme zu dir. Packen, wir müssen langsam auspacken. Genießen wir es. Zusammen. Oh. Ja, was soll ich darüber sagen mit dem Film? Ja, es gibt nichts zu sagen. Den ersten Teil habe ich auch bestellt. Ja, und ich freue mich. Und ich bin wirklich stolz, es haben zu dürfen.
Das finde ich immer so lustig, wenn die Leute das sagen. Ich bin wirklich stolz, das in den Händen halten zu dürfen, es gekauft haben zu dürfen. Alter, du bezahlst Geld. Wieso bist du stolz oder glücklich darauf? Schön, tamam, okay. Küss, am Kopf, gut. Was ist das? Ich bin wirklich stolz, das zu besitzen. Allah, Allah. Ich verstehe das nicht. Naja, okay. Was habe ich schon eine Ahnung? Also, genug. Andere kritisiert. Nein, ich kritisiere nicht. So, manche lernen es nie. 26 neue Regisseure. 26 neue Wege zu sterben. Oh, das ist schon wichtig. Wie lange dauert der Film? 1000 Stunden? 122 Minuten? Ja. Schockierend, exotisch und voller Ironie. The ABC of Death 2. Tu, ist ein brutaler Schlagabtausch. Eine pralle gefüllte Wundertüte. Düstere Einfälle. Oh, was ist das? Vitamin. Wir haben da was bekommen. Gute Nacht Geschichten. Oh, guck, ein Kind. So schön. Werbung. Ja, das ist der erste Teil. Ich freue mich. Ja, super. Und da haben wir Werbung. Wen interessiert, könnt ihr abschreiben. So. Ja, und so sieht es aus, das gute Stück. Ja, es ist drin, ne? So sieht es aus, von vorne. Wow. Oh, also schon qualitativ, würde ich sagen. Ja, viel Schrift, wer lesen kann. Und dann, was haben wir noch? Okay, soll ich jetzt alles zeigen? Was ist das? Robert Morgan. Oh. Ah, das sind die Filme. Oh. Oh, alphabetisch. Schon schön. Also den ersten Teil habe ich nicht gesehen. Oder? Ich will nicht lügen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube nicht. So sieht es aus. Also qualitativ gut. Ja. Wie viel habe ich dafür bezahlt? Na, das ist jetzt, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube nicht viel. 29,90 glaube ich. In meinen Neuzugängen werdet ihr das dann sehen. Falls ihr Lust habt, Interesse habt, das zu erfahren. Ich bin mir nicht sicher. 29,90, 27,90. Ich glaube, sie. Nein, warte mal. Nein, nein, nein. 23,90 glaube ich. Und ich habe noch 10 Franken Gutschein bekommen. Ja. Also hat sich gelohnt. Das sieht schon geil aus. Okay, die Bilder, ja. Ne? So, ich mache mal etwas, was so vielleicht interessanter ist. So, so sieht es aus. Ich kann euch nicht sagen, ob ich den Film empfehlen kann. Ich weiß nicht, wie gut er ist. Aber ich stehe halt auf Horrorfilme und ja, also. Hat, glaube ich, gute Bewertungen. Sieht brutal aus, auf jeden Fall, ne? Das ist genug. Für einen guten Film braucht das Blut. Nein, Spaß. Also, ja, genug viele Seiten. Es gibt genug, ne? Ja. Wie viele Seiten? Keine Ahnung, so ich 10 ist. Ja, DVD ist drin und das Blu-ray. Ja. Ja, hat sich gelohnt. Vorne sieht so aus wieder. Na, schön, ja, was soll ich dazu noch sagen? Mal gucken, wie der Film ist. In meinen Neuzugängen sage ich ja immer kurz meine Meinung, wie ich den Film gefunden habe. Dann kann ich das ja auch hier wiederholen. Dann sage ich das, meine Meinung, wie ich den Film gefunden habe. Mache ich ja einmal im Monat meine Neuzugänge Ende des Monats. Ja, falls ich, wie sagt man, falls ich es nicht vergesse oder ja, unmotiviert bin. Ab und zu passiert das halt. Ja, so sieht der Film aus. Mal gucken, ich freue mich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal.